Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Folge Eurocoach Simulator 2, der Eurotax-Simulator, der keinen Bus kriegt. Ja, oder so ähnlich kann man es ja nennen. Ja, wir werden mal eine Runde Bus fahren, weil ich sage mir einfach, in diesem herbstlichen Setting hier mit Flixbus und einem Mercedes Travego einfach mal auf Tour sein in Spanien, das sieht doch einfach mal herrlich aus. Ja, also, ich könnte mir auf jeden Fall Busse vorstellen, das wisst ihr ja, aber auch ein Season-Mod. Ne? Oder nicht Season-Mod, ich meine Season im Spiel. So, die Passagiere sind drinne. Wir würden einfach mal jetzt hier von Portugal Richtung Spanien fahren. Oder so umgedreht. Naja, spielt ja keine Rolle. Wir fahren einfach mal ein bisschen Bus, den sogenannten Eurocoach-Simulator. Die Türen sind zu. Und ja, vielleicht wird der SCS sich doch mal anders überlegen. Man kann gleich machen. Einfach mal einen Bus hier ins Spiel zu bringen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nicht jedermann fühlt das so wie ich, aber egal. Trotzdem werde ich jetzt einfach mal eine Runde Bus hier fahren. Oh je. Problem ist, dass ich gar nicht hier so richtig umkomme, ne? So, hier. Fett einscheren. Na, ich komme schon unten ran. Schön. Ich finde das herrlich. Also ich werde immer wieder mal sowas bringen mit Bussen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ich hier mal mit dem Bus unterwegs bin. Aber ich muss das einfach, weil das ist für mich der bessere Fernbus-Simulator. Guckt euch das mal an. Diese riesengroße Scheibe und dann hier die, ja, das herbstliche Setting hier. Ist doch cool aus. Also, wenn ihr das genauso wunderschön findet, also vom Optischen jetzt, dann könnt ihr gerne mal ein Däumchen geben. Ich werde auch versuchen, keine Unfälle zu bauen. Und in den Kommentaren eure Wünsche trotz alledem mal reinschreiben. Herrlich. Was ihr euch noch so alles vorstellt für den Eurotax-Simulator. Wir haben ja dieses Jahr eigentlich doch eine ganze Menge bekommen. Ich nehme das hier am 9. auf. Ja, los, hier ist ein Stau. Uiuiui. Wo ist denn hier so viel Stau? Gucken, ob wir hier irgendwie rüberkommen. Ja. Ach, hier der Kreisverkehr. Uiuiui. Vorsicht, hier fahren. Hilfe. War das nicht der Bus gewesen, wo wir so hin und her geschleudert sind? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich habe dummerweise hier auf dem Profil eines meiner Mod-Profile habe ich meine ganzen Einstellungen resettet. Ich hoffe, dass das jetzt alles wieder halbwegs so geht und ich zufrieden bin. Einfach nur auf, wie nennt man das, auf Zurücksetzen gedrückt und dann war wir alles im Eimer. Wer kennt das nicht, ne? Was ist denn das für ein Auto hier? Der Mercedes neben mir. Ist das ein neues KI-Fahrzeug? Sieht ja sehr bäulich aus, aber sagen wir mal, bin ich jetzt falsch gefahren? Oder sollte das so sein? Ach, ich bin schon wieder komplett raus hier. Hey, ich komm nicht von hier. Ich fahr mit Flixbus, also da kann man durchaus mal ein bisschen falsch fahren. Ich bin komplett falsch gefahren. Ach, hör auf. Ja, wer kennt das nicht, ne? Maximus falsch fahren. Ah. Wieder komplett wieder woanders gewesen. Was ist das für ein Auto hier? Kann ja sein, dass es hier so China-Auto ist, ne? Oh, dann geht's erstmal ab auf die Autobahn. Ich habe jetzt nicht eingestellt, dass ich, wie nennt man das, PKW, dass ich hier ein bisschen schneller fahren kann. Aber glaube, hier darf ich auch in Spanien, Portugal sowieso in schneller fahren, also auf Iberia. Oh. War ja erstmal 90. Habe ich hier Müdigkeit drinne? Habe ich ja noch den Müdigkeitssensor drin. Na, das muss ich auf jeden Fall noch ausschalten. So,
Ich kälte, das geht ja gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war ich aber jetzt mal komplett lost, ne? Oh, schön sieht das aus. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie ein anderes Spiel. Jetzt mit dem Bus hier. Aber... das sieht doch richtig nice aus. Also... oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe irgendwelche Tasten falsch belegt hier. Mann, 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 ey, Maximus, richtiges Ei. Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man es wahrscheinlich sein lassen, ne? Wir müssen nach vorne sowieso rum. Befetzt der. Ich habe hier auch diesen Passagiermod drin, ja. Hat ganz vergessen. Ich habe die ganze Zeit gesucht, dass sie einsteigen. Dabei waren sie schon eingestiegen. Ich habe mich so richtig lost eingestellt und deswegen war ja mein Problem, dass ich nicht wusste, ob die Leute... also da waren noch mal Passagiere, also zwei, die waren so als Fracht angezeigt. Und dachte, warum steigen die nicht ein? Aber dabei habe ich die schon einsteigen lassen. Also komplett raus war ich wieder. Aber was willst du machen, wenn du wieder die Gedanken wieder ganz woanders bist? Oh, schön. Ist eigentlich auch ein schöner Bus. Jetzt, den sieht man jetzt nicht so allzu oft. Also ich habe den jetzt gar nicht so gesehen. Mir sagt er jetzt nichts. Dass ich den... ich muss auch ehrlich sagen, ich gucke jetzt auch massiv auf Busse. Ich, hab das mal eine Zeit lang gemacht, wo ich den Fernbus-Simulator gespielt habe. Meine. Aber jetzt gar nicht. Und ich denke mal, wenn wir bei Sebas mehr Möglichkeiten haben, auch über Landfahrten mit den Bussen, die vom Fernbus-Simulator, dann bin ich, denke ich mal, auch wieder am Start. Da noch ein bisschen... mehr zu sehen oder für euch noch mehr zu bringen. Aber prinzipiell habe ich jetzt da jetzt nicht so die Ambitionen. Vielleicht werde ich auch mal ein paar Videos von dem Fernbus-Simulator noch mal bringen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr das ja mal sagen. Dann mal vielleicht ein, zwei Videos nächsten Wochen mal mache. Was ist hier los? Ach, das ist eine Kühe auf der Weide. Ja, guckt euch an, ne? Das ist jetzt kein sattes Grün mehr, das ist jetzt alles nur noch. Ich will noch gar nicht gesehen. Ist das normal? Also Hintergrund läuft die Waschmaschine nur so als Info, falls der eine oder andere sich wagt oder fragt, was dann vielleicht so rumort. Ja, schleudert, naja. Na klar. Warte mal, ich muss mal gucken. Habe ich die hier schon abgefahren? Ja. Ja, die Tankstelle ist schon abgefahren. Könnte aber auch mal ein Video vom Fernbus-Simulator an die Sebastian wieder bringen. Einfach mal ein Video, das habe ich ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Wenn es mit den Livestreams nicht ja, zeitlich so... das kann ich mal machen. Ja, könnt ihr mal reinschreiben, worauf hättet ihr mehr Bock? Mal auf ein Video von Fernbus-Simulator oder ein Video von Sebastian? Dann haut das einfach mal in die Kommentare. Weil da könnte man durchaus mal sich mal wieder hinsetzen. Weil ich möchte die Spiele durchaus immer wieder mal bringen, ne? Das ist mir auch irgendwo wichtig. Oh, schön. Ach, herrlich. Kann man immer wieder mal eine Runde drehen hier. Wir fahren hier, wie gesagt, in Spanien hier einfach so auf der Autobahn lang. Das ist, wir haben noch 200 Kilometer. Sieht eigentlich ganz geschmeidig aus. Wir werden das hier rocken. Vielleicht sollten wir ja auch mal
so eine Buswoche machen, wo wir einfach nur mal Bus fahren. Also warum nicht? Ich habe damit kein Problem. Ist doch ein schönes Spielchen. Hier, guckt euch mal an, das sieht doch jetzt im Herbst richtig nice aus. Herrlich. Ah, da könnte ich mich wieder so ein bisschen... fühle ich. Ah, vielleicht... Also das Video wird ja hier am Samstag kommen. Ach, am Samstag sei schon, am Dienstag. Und dann denke ich mal, könnten wir am Samstag... Ja, vielleicht. Da werde ich nicht live streamen am Samstag. Da habe ich zu tun. Da könnte man ja mit dem anderen Bus mal unterwegs sein. Am Donnerstag. Ja, können wir auch am Donnerstag machen. So, du, nun fahre mal. Hier war nah dran, oder? Hat vielleicht einer von euch irgendwie Ambitionen, mal Busfahrer zu werden? Ich glaube, da sind definitiv Stellen noch offen für Busfahrer. Will ja auch keiner mehr so richtig machen. Warum? Das waren damals Berufe, die wirklich sehr, sehr angesehen waren. Warum will sowas keiner mehr so richtig machen? Frage ich mich jetzt einfach mal. Das ist ein bisschen komisch. Boah, jetzt rattert aber die Waschmaschine. Weil hier die ganzen Schmutzfinken hier. Hey, alles voll gekritzelt. Also das kann doch nicht Warzenschwein sein. Hilfe. Boah, wir müssen erstmal rüber. Spiegel ist am Start. Läuft. Muss auf jeden Fall das Müdigkeitsding ausmachen. Bei der nächsten Tour. Oh, der macht aber richtig Ballett hier. Der bleibt aber richtig gut. Der schwingt so ein bisschen leicht nach. Aber im Großen und Ganzen fährt dieser Bus 1A. Ein bisschen Auto ist nicht schlimm. Weil wir werden hier definitiv nicht anhalten. Oh nein. Nein. Also das könnte jetzt... mit dir los, Bengel? Und die Straße gesperrt, oder was? Mit da abhaken. Sind neue Fahrzeuge hier irgendwie? Irgendwie cooler aus, das Feuerwehrfahrzeug, ne? So, was ist denn da vorne überhaupt los? Ach, je. Fahren wir jetzt mal ein bisschen langsamer vorbei. So, der Schaumteppich ist gelegt. Ah. So, schnell mal hin. So, Feuerwehr sogar in Spiegelschrift. Ja, man hätte jetzt auch darüber ins Dorf fahren können und dann wieder zurück. Ja, das hätte, wäre alles gegangen. Wir haben jetzt noch 125 Kilometer und wir fahren Bauarbeiter. Das ist wirklich. Mein Gott, jetzt hatte ich ein Kloß im Hals. Kennt ihr das auch? Oh, Backe. Ah, ist das schön. Busfahren. Danach werde ich mir erstmal mein Sandwich reinholen. Ich habe es nur geschafft, einmal abzubeißen. Jetzt kriege ich aber langsam Hunger, wenn ich das sehe. Schon wieder Maut. Jetzt wird er mir bestimmt dann gleich sagen, Maximus, du bist müde, du musst schlafen. Nee. Aber ich finde es echt jetzt sehr, sehr angenehm, mit dem Bus hier lang. Also wirklich ohne Scheiß. Schade, dass es erst diesen Fokus nicht weiter nachgeht.
aber im Grunde genommen, Mensch, wir haben eine gute Mod-Community. Und wenn die 1.42 am Start ist, werden wir auch mal mit Bussen eine Tour machen. Da werden wir uns zwei, drei Busse aus dem Steam Workshop laden. Dann noch so ein Passagiermod. Und dann fahren wir einfach mal eine Runde Bus. Weil das wird man ja durchaus auch machen. Herrlich. Ach, guck an, jetzt geht's überall die Brücke. Schön. Aber ich werde auch immer wieder gefragt, wie lange wird denn die Beta hier gehen? Das ist ganz ehrlich. Ich würde jetzt sagen, die wird nicht so lange gehen, aber okay. Da kann man sich ja auch ein bisschen täuschen, ne? Hundertprozentig weiß man das nicht mehr bei SCS, wann was kommt oder wann was nicht kommt. Das ist ja manchmal wirklich sehr, sehr sprunghaft. Zum Beispiel, wo ich hier dieses T-Shirt bekommen habe von SCS, also Wyoming. Da war entweder hat die Post zu lange gedauert oder die haben es einfach ein bisschen zu spät losgeschickt. Da ist ja Wyoming schon Ewigkeiten draußen jetzt, seit einem Monat, ne? Oder seit noch länger zur Zeit. Also wenn ihr das Video seht, die Woche zuvor, habe ich das T-Shirt bekommen. Ja, ich glaube, 5-6 Wochen ist es jetzt her, ne? Naja, egal. Ich habe mich gefreut. Ist doch schön, dass wir sowas hier trotzdem bekommen, ne? Und jetzt fahren wir einfach die letzten Kilometer zum Glück. Schönes Wetter. Das ist mir auch immer wieder wichtig. Gerade wenn man auch in eine neue Gegend oder so hinkommt, ja? Wenn man so ein schönes Wetter hat, hat man gleich immer ein ganz anderes Gefühl. Und hat nicht so gleich so eine Down-Phase, ne? Und hier gerade schön hier mit den Palmen. Da sieht es auch nicht so schlimm aus, wenn es jetzt ein bisschen grau im Grau ist. Jetzt gucken wir mal, wo wir unsere Fracht abgeben können. Waschmaschine stört nicht zu sehr. Eigentlich hatte ich hier noch so eine Rauschunterbrechung und alles sowas noch drin. Aber manchmal ist es ja auch ein bisschen komisch, ne? Oh, da vorne ist das Ziel. Super. Aber da bin ich doch eigentlich, also, ne, für alle Busunternehmen, ich stehe bereit. Also, so wie ich jetzt hier Bus fahre, habt ihr doch bestimmt ein Cockpit frei. Also auch 3 Jahre Ausbildung, ne? Oh, Ausbildung mache ich keine Lust. Hab schon 2 gemacht. Eigentlich 3. Eigentlich kann man fast sagen, dass ich 3. Eigentlich 2 richtige Berufe und ja, eben so ein. Wie soll ich das sagen? Erster Beruf war ja Maler, Lackierer. Dann habe ich beim Bund Sticker gemacht. Aber das kann man, glaube ich, für draußen gar nicht. Ja, doch, man hätte in der Logistikbranche anfangen können. Und dann noch ein paar Zusatzmodule. Und dann wäre das wahrscheinlich auch gegangen. Und dann, ja, Verwaltung, ne? Öffentlicher Dienst. Da fehlt noch Busfahrer. Aber Busfahrer, da muss der auch, glaube ich, komplett bis er 3 Jahre noch eine Ausbildung machen. Genauso wie Kraftfahrer, ne? 3 Jahre, was willst du da 3 Jahre lernen? Also, versteht mich jetzt nicht falsch, aber das ist ja, wenn man jetzt sagt, pass auf, man macht jetzt 3 Jahre eine Ausbildung hier in dem Beruf, okay, bei manchen Berufen sag ich mir, reichen da 3 Jahre? Und in anderen sind nicht 3 Jahre ein bisschen zu viel?
Ja. So eine schöne Kreuzung gewesen. Fahren wir hier rüber. Boah, was ist denn das für ein Riesenschiff? Uiuiui. Hamburg. Das ist die Hamburg. Ach, guck an. Ja, hier waren wir ja schon lange nicht mehr. Das ist richtig schön jetzt mit dem. Fahr ich jetzt richtig? Ja, ich fahre richtig. Da waren wir doch zum Anfang, wo wir dieses DLC bekommen haben, Iberia, dieses Jahr. Zeit vergeht, ne? Sieht. Also, ich hab's ja hier in dem Herbstmod noch gar nicht so richtig gesehen, aber ich. Das macht irgendwie einen verdammt guten Eindruck. Jetzt mal hier rüber. Komm, komm, komm. Wir gehen in Zeit. Läuft gleich Tutti Frutti im Fernsehen. Okay, wir müssen sie hier abgeben. Naja, Bauarbeiter. Mensch. Okay, geben sie mal da. Üben ab. Ach, schön. Feststellbremse ran, an die Türen auf, dann. Lass uns ja aussteigen. Ihr gehört, da ist sogar ein Sound gewesen. Na, gut, dann machen wir hier Feierabend. Ich wünsche euch was. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.